Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei der Fachstelle Altern unterm Regenbogen. Ich bin wieder dran und ich habe, Überraschung, mal wieder einen Lesetipp mitgebracht. Und zwar Das achte Leben für Brilka von Nino Haratischvili. Nino Haratischvili erzählt in diesem Buch die Familiengeschichte oder man muss eigentlich schon sagen die Familiensaga der Familie Yashi. Und zwar über ein ganzes Jahrhundert hinweg. Und anhand der Familiengeschichte erzählt sie eigentlich auch ein Jahrhundert georgischer Geschichte. Ein Großteil der Geschichte spielt in Georgien und damit natürlich auch ein Jahrhundert europäischer Geschichte. Erzählt oder die Erzählerin der Geschichte im Buch ist Nizza. Und die Erzählung startet im Jahr 2006 in Berlin. Nizza ist aus Georgien ausgewandert nach Berlin und erzählt ihrer jüngeren Nichte Brilka eben die Familiengeschichte. Ich will da jetzt nicht zu viel verraten, warum, weshalb, wie es dazu kommt. In jedem Fall wird in diesem Buch eine Geschichte über sechs Familiengenerationen erzählt. Und im Zentrum des Buches stehen ganz klar die Frauen der Familie Yashi. Und die erleben wirklich, also sind verwickelt eben über diese Zeit in die politischen Entwicklungen Georgiens bzw. Europas und erleben unglaubliche Dinge. Auch einfach Dinge, die die Menschen erleben, die in Ländern leben, die vom Krieg betroffen sind. Auch viele Verwicklungen, wahnsinnig, wahnsinnig spannende Geschichten auch. Und Nino Haratischvili schafft es, ein Buch oder hat es geschafft, ein Buch zu schreiben, das 1279 Seiten dick ist und dennoch habe ich gegen Ende des Buches angefangen, mir die Seiten aufzusparen. Also es ist eines dieser Bücher, wo ich zumindest darauf gewartet habe, dass der Arbeitstag vorbeigeht, damit ich endlich wieder nach Hause auf die Couch kann und dieses Buch weiterlesen kann. Es ist also wahnsinnig spannend erzählt. Ich persönlich habe unglaublich viel auch nochmal über die europäische Geschichte gelernt, beziehungsweise über die europäische Geschichte aus georgischer Sicht. Georgische Geschichte, wahnsinnig viel gelernt, unglaublich wenig Wissen vorher dazu gehabt. Auch welche Rolle Georgien gespielt hat im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg und dann natürlich auch in den späteren Jahren. Unglaublich spannend, diese historischen Entwicklungen oder diese historischen Ereignisse zu verfolgen, anhand dieser Familiengeschichte. Und sie schafft es eben auch, Frauenfiguren zu kreieren, die faszinieren, die mich zumindest bei der Stange gehalten haben, die mich angesprochen haben, die mich abgestoßen haben. Also wo wirklich das komplette, sie packt wirklich das ganz große Besteck aus, das muss man sagen, sowohl in der Gesamtgeschichte als auch eben in den Einzelcharakteren, wo wirklich die komplette Bandbreite von Gefühlen, von Antrieben, von Motiven da ist und immer wieder aber auch deutlich wird, natürlich in welchen Abhängigkeitsverhältnissen Frauen sich früher noch sehr viel mehr befunden haben, aber natürlich auch heute noch befinden zum Teil, Abhängigkeitsverhältnisse von Männern insbesondere. Und wie das eben auch zu bestimmten Situationen oder bestimmten Verhaltensweisen natürlich führt. Und es ist also wie ein Riesenbuffet. Es ist ein Riesenbuffet an verschiedenen Themen, an verschiedenen Menschen, die man, Charakteren, die man kennenlernt. Wahnsinnig üppig, auch sehr, sehr üppig erzählt, aber zugleich eben, finde ich, eine ganz, ganz feine, oder die Fähigkeit, die Psychologie der Figuren ganz, ganz fein darzustellen, die Motive der Figuren ganz, ganz fein darzustellen. Es gibt in dem Buch auch eine lesbische Liebesgeschichte, darüber habe ich mich natürlich auch sehr gefreut. Und es ist einfach, man möchte dranbleiben. Ich wollte immer wissen, immer, wie geht's weiter? Was passiert jetzt mit der Figur? Wo kommt die Figur hin? Wie geht's weiter? Wie sind die miteinander verknüpft? Welche Konsequenz hat die Handlung der einen Figur für die andere und so weiter? Also Nino Haratischvili, die selber 1983 in Tbilisi geboren ist, also selber Georgierin, dann irgendwann nach Berlin gekommen ist,
gelingt es wirklich, einen wahnsinnigen Spannungsbogen aufzubauen und mich zumindest über wirklich diese kompletten 1279 Seiten voll bei der Stange zu halten. Also mir ist es nicht aufgefallen, dass dieses Buch so lang ist, und ich hatte durchaus Respekt, als ich angefangen habe zu lesen. Also falls ihr Lust habt, wirklich komplett in ein Buch einzutauchen und euch nicht mehr davon lösen zu wollen, dann empfehle ich euch sehr Das achte Leben für Brilka von Nino Haratischvili, die im Übrigen auch noch mehr Bücher geschrieben hat. Also falls euch dieses gefällt, dann recherchiert es einfach mal, da ist noch mehr zu haben. Ansonsten hoffe ich, es geht euch gut, bleibt solidarisch, habt's schön und auf bald unterm Regenbogen.